Ich begrüße Sie zum heutigen Vortrag. Eine gefährliche Angelegenheit, Geld im Buch Jesus Sirach. Was ich Ihnen heute im Rahmen der Reihe 10 Minuten Theologie präsentiere, ist Teil eines größeren Projekts, an dem ich arbeite, nämlich eines Projekts zu Perspektiven auf Geld im Neuen Testament. Dabei spielt eine besondere Rolle, wie sich diese Perspektiven geistesgeschichtlich einordnen lassen. Und deshalb schaue ich vor allem auch zusammen mit Kooperationspartnern auch auf Schriften außerhalb des Neuen Testaments, eben unter anderem auf das Buch Jesus Sirach. Einleitend zwei, drei Sätze zu diesem Buch. Jesus Sirach beinhaltet eine Sammlung jüdischer Weisheit. Diese Sammlung wird um das Jahr 180 vor Christus von dem jüdischen Gelehrten Jesus ben Sira, Jesus Sohn des Sira oder Jesus Sohn des Sirach, zusammengestellt. In der evangelischen Bibel finden Sie dies unter den Apokryphen. In katholischen Bibeln, zum Beispiel der Einheitsübersetzung, finden Sie Jesus Sirach ganz normal als Teil der Weisheitsliteratur im Alten Testament. Wenn Sie dieses Buch lesen oder einfach mal anschauen, so die Überschriften, dann finden Sie darin Ratschläge für Ihr gesamtes Leben. Das geht los beim Umgang mit Freunden und woran man gute oder falsche Freunde erkennt und wie man sich besser gegenüber Freunden nicht verhalten soll. Und es endet nicht zuletzt auch bei der Frage, wie soll man denn eigentlich mit Geld umgehen? Und gerade bei dieser Sache, beim Umgang mit Geld, da begibt man sich aus Sicht des Verfassers allerdings in allerhöchste Gefahr. Schauen wir uns diese Perspektiven auf Geld bei Jesus Sirach ein wenig an. Zunächst, Geld ist im Sirach-Buch nicht per se negativ konnotiert. Materieller Reichtum und damit implizit auch Geld wird auf Gott zurückgeführt. Gutes und Böses, Leben und Tod, Armut und Reichtum sind vom Herrn. Der Sirachide, so bezeichnet man gerne knapp den Verfasser des Buchs, der Sirachide bewegt sich mit dieser Haltung ganz auf der Ebene alttestamentlichen Denkens. Rechtmäßig erworbener Wohlstand ist Ausdruck des Segens Gottes. Der Verfasser mahnt zwar dazu, Gut und Geld zum Wohl des Nächsten einzusetzen. Die materiellen Güter sollen aber durchaus auch zum eigenen Genuss verwendet werden. Mein Sohn, wenn du etwas besitzt, lass es deinem Leben dienen. Wenn du etwas besitzt, tue dir Gutes und lass deine Hand gegenüber Gott reich sein. Das Opfer gegenüber Gott darf natürlich nicht vergessen werden. In Sirach 13 kann es dementsprechend heißen, gut ist der Reichtum, an dem keine Sünde haftet, und böse die Armut im Mund Gottloser. Armut und Reichtum sind demzufolge nicht an sich mit einer moralischen Konnotation verbunden. Reichtum ohne Sünde ist durchaus etwas Gutes. Aber genau hier beginnt nun das Problem. Und dieses betrifft gerade Geld. Jesus Sirach zeichnet ein höchst pessimistisches Bild davon, wie Geld und Sündlosigkeit zusammenpassen. Sich im Zusammenhang mit Geld moralisch nicht zu verfehlen, erscheint vielmehr als theoretische Möglichkeit. Praktisch stellt diese Möglichkeit jedoch einen positiven Ausnahmefall dar. Dies hat dann zur Folge, dass die Probleme mit Geld, die moralischen Probleme, Menschen ganz unterschiedlicher sozialer Stellung betreffen. Insbesondere betreffen diese natürlich Reiche. Ein Text, den Sie in diesem Zusammenhang mit der Besitzethik und Sozialethik des Sirach-Buchs häufig zitiert finden, ist Sirach 31. Da heißt es zunächst, wenn wir der griechischen Fassung folgen, wer Gold oder Geld liebt, wird nicht gerechtfertigt werden. Oder bei der hebräischen Fassung, wer Gold oder Geld begehrt, bleibt nicht ungestraft.
Weiter geht es in beiden Fassungen ähnlich. Und wer nach Vorteilen eifert, wird sich in ihnen verirren. Viele kamen zu Fall um des Goldes oder Geldes willen, und ihr Verderben ereignete sich vor ihren Augen. Ein Holz zum Fehltritt ist es den davon Verzückten, und jeder Unverständige verfängt sich in ihm. Glücklich ein Reicher, der untadelig befunden wird und nicht hinter Gold Geld hergeht. Mit den hier beschriebenen Problemen sind nun aber nicht nur Reiche konfrontiert. Sie betreffen zunächst auch all diejenigen, die in irgendeiner Form beruflich Geschäfte betreiben und versuchen damit zu Reichtum oder auch nur zu etwas mehr Wohlstand zu kommen. Kaum kann sich ein Großkaufmann vom Vergehen freihalten und ein kleiner Händler wird nicht gerechtfertigt von der Sünde. Um des Profits oder Geldes willen sündigten viele und wer dessen Vermehrung sucht, wendet besser das Auge ab. Zwischen Fugen von Steinen wird ein Flock festgemacht und zwischen Kauf und Verkauf wird die Sünde einbrechen. Hier sehen wir sehr schön mit der Erwähnung von Großkaufmann und dem Krämer, dem kleinen Händler, dass die beiden hier gegenübergestellt werden, dass wirklich das gesamte Spektrum des berufsmäßigen Handels hier in den Blick kommt. Nicht erst der große, eventuell auch internationale Handel ist es, bei dem es zu Fehlverhalten kommt. Schon der kleine Händler wird sich verfehlen. Was Sünde markiert, werden hierbei die finanziellen Gewinne, die beim Weiterverkauf der günstig erworbenen Ware gemacht werden. Zwischen Kauf und Verkauf wird die Sünde einbrechen. Wenn wir auf diese beiden Texte schauen, dann sieht es aus, als habe der Sirakide wirklich kaum eine Hoffnung, dass Vermehrung speziell von Geld ohne ein Fehlverhalten stattfinden kann. Die Liebe zu Geld führt nach Sirach 31,5 zu Schuld und der große wie der kleine Händler sehe besser nicht hin, was er tut. Nun geht die negative Einschätzung des Sirakiden aber noch weiter. Nicht erst dann, wenn große oder kleine Händler nach Gewinn trachten, kommt es zu Fehlverhalten. Schon bedürftige Menschen, die durch ein Darlehen an Geld gelangen, legen ein solches Fehlverhalten an den Tag. Viele erachten ein Darlehen als einen glücklichen Gewinn und bereiten ihren Helfern Mühe. Bis er es erhält, küsst er seine, des Helfers, Hand und spricht mit gesenkter Stimme vom Geld oder den Gütern des Nächsten. Aber zum Zeitpunkt der Rückgabe zögert er eine Zeit und antwortet sorglose Worte und begründet es mit dem Zeitpunkt. Und wenn der Unterstützte stark wird, wird der Unterstützer kaum die Hälfte zurückerhalten und dies selbst als Geschenk erachten. Wenn aber nicht, beraubt er ihn seines Geldes und macht ihn sich grundlos zum Feind. Dieses Verhalten Bedürftiger, sobald sie durch ein Darlehen an Geld gelangen, hat negative Folgen für andere Bedürftige. Viele wenden sich um des Übels willen ab, weil sie befürchten, grundlos beraubt zu werden. Angesichts dessen mahnt der Sirakide unter anderem, verliere dein Geld um des Bruders und Freundes willen und es soll nicht rosten unter dem Stein bis zum Verderben. Lege deinen Schatz angemäß den Geboten des Höchsten und er wird dir mehr nützen als das Geld oder Gold. Ich komme zum Fazit. Jesus Sirach sticht mit dieser höchst pessimistischen Sicht auf Geld aus der alttestamentlich-jüdischen Literatur, aber auch aus der urchristlichen Literatur hervor. Wenn man fragt, wer steht ihm nahe, wer nimmt vielleicht auch gezielt Gedanken aus Jesus Sirach auf, dann wären wir im Neuen Testament beim Matthäusevangelium, vielleicht auch beim Jakobusbrief. Geld stellt aus der Perspektive des Sirakiden eine Gefahr für Menschen jeglichen sozial-ökonomischen Standes dar. Besonders gefährdet sind reiche Menschen, sowie eben all diejenigen, die beruflich mit Geld zu tun haben. Dennoch unterschlägt der Sirakide aber nicht positive Aspekte des Geldes.
Für ihn besteht zumindest die theoretische Möglichkeit, sich beim Umgang mit Geld nicht zu verfehlen, wie unwahrscheinlich dies auch praktisch sein mag. Wer sich angesichts dieser positiven Aspekte auf Geld einlassen möchte, sollte allerdings auf der Hut sein. Denn es ist eine gefährliche Angelegenheit, das Geld. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.